Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Fets, The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Im letzten Tempel haben wir den gefürchteten Wassertempel hinter uns gebracht. Das hat uns zwei Parts gedauert. Und der letzte Part war sogar 6 Minuten zu kurz, also... Und das mit meinem schlaftrunkenen Hirn. Um 2:30 morgens. Könnt ihr also aufhören, euch so anzustellen wegen diesem Tempel. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier noch einer ist. Okay. Von da kann man ihn aber scheinbar nicht gut erwischen. Stell dir nicht so an. Na, kommt nicht. Wir könnten eigentlich auch mal wieder als junger Link durch die Gegend, ne? Haben wir auch noch ein paar Sachen zu erledigen. Warum eigentlich nicht? Da gehe ich noch kurz rein. Oder hätte ich auch als Kind reingekommen. Egal. Bombe. Rubine. Ein Fünfer. Der war es ja richtig wert. Nicht. Und der Baum hier sieht echt extrem strange aus. Würde mich auch nicht wundern, wenn bei einem dieser Bäume noch eine Skulptur damit drin ist. Also würde mich wirklich nicht wundern und deshalb gucke ich jetzt lieber nach. Bei dir auch nicht? Bei dir auch nicht. Okay. Aber vielleicht hier um die Ecke? Auf jeden Fall gibt es hier auch noch einen Geist irgendwo. Das weiß ich auch noch. Es ist erschreckend, wie viel von diesem Spiel echt bei mir hängen geblieben ist. Oh, zack. Die war nicht nah genug dran. Aber die auf jeden Fall. Die Feenkeule braucht auch keiner. Das braucht doch alles keine Sau. Aha.
Lass mich schießen! Das hier können wir auch noch wegkippen. Brauchen wir eh nicht mehr. Würde ich noch mal versuchen, den da oben beim Kakariko-Dorf zu fangen. Dann würde ich die abgeben und mich klein machen. Oh ja, das ist so der Plan. Ne? Will er nicht. Dann geht er wohl doch nur von oben. Aber da war ja ein 0, nichts weg. Der olle Geist. So kriegen wir ihn auch nicht getriggert. Muss es wohl so gehen. Der ist nicht so einfach. Ist wirklich nicht so einfach. Aber das kriegen wir schon hin. Wir haben ja noch 19 Pfeile. Ich glaube, wenn ich ihn einmal erwische, dann habe ich auf jeden Fall schon mal die halbe Miete. Klingt logisch, weil ich ihn nur zweimal treffen muss, ich weiß. Aber er ist da einen kurzen Moment paralysiert. Und dann fällt es mir, glaube ich, leichter, ihn zu treffen. So viel dazu. Ich bin der Meinung, man kann ihn auch unten irgendwie triggern. Naja. Nur aber. So viele Versuche haben wir eh nicht mehr. Der war so knapp daneben. So, noch einmal und diesmal mit Gefühl. Ah, dieser Geist bringt mich in den Verstand. So, die letzten drei Pfeile. Mit 2 von 3 Pfeilen. Man muss nur genügend Druck haben und dann passt das schon. Wir müssen eh als Kind weitermachen.
Die nächste Aufgabe haben wir als Kind. Wie viele fehlen jetzt noch? Vier? Man könnte es so fragen, ne? Ich habe 600. Okay. 600 von 1000. Ja, wir haben jetzt als Kind sehr viel zu tun. Ja, doch. Wirklich. Ach, die ist auch noch da? Oder wieder? Ja, stimmt, du musst mir noch ein Lied beibringen. Ja, ich habe nicht nur Salia befreit. Ich habe auch noch zwei andere Tempel gemacht. Die Kantate des Lichts. Ich habe doch X gedrückt. Und ich muss mich mal wieder rasieren. Der Bart fängt schon wieder an zu jucken. Außerdem hasse ich den Oberlippenbart. Rasiere ich mich mal ab. Mein einer Arbeitskollege beschimpft mich dann zwar als Salafist, aber was soll's. Das ist ein Arbeitskollege, der aber auch sagt, wer breit sein will wie Kante, nee, willst du breit sein wie Kante, nimm Testo, du Schlampe. Ich meine, ja, ist ein cooler Spruch, aber... Ne? Sagt ein bisschen was über den Menschen aus. Sollen wir wirklich, wirklich viel zu tun? Ich würde das, was wir... unbedingt machen müssen... Erstmal auf die lange Bank schieben. Ja. So, einmal die Nacht herbeirufen. Dann brauchen wir einen Boomerang.
kann jetzt ein bisschen dauern. Aber da hinten ist leider noch einer. Jetzt müssen wir nochmal zu Soras Reich. So viel zu tun gerade. Aber von Soras Reich kommen wir auch zum Heliasee. Zum Glück. Na, wir kommen nur nicht. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn wir so machen. Sorry wegen der Verwirrung, aber ich habe mich jetzt doch entschlossen, erstmal zum Gerudo-Tal zu gehen. Weil von da aus kommen wir zum Heliasee und vom Heliasee kommen wir zum Sora-Reich. Ich glaube, das wäre der lukrativste und logischste Weg. Schön viel abzugraben. Ich habe vergessen, was für eine Qual es ist als Kind. Über die Steppe zu laufen. Oder als Young Link. Komm. Das, was da eben in die Luft stieg, gibt es übrigens auch nur als Kind, diesen Gegner. Ja, richtig versteckt ist das hier nicht. Aber... gibt es hier nur eine Kuh? Ah ne, da. Und als Kind können wir nur mit einem Feuer machen. Und zwar dem hier. Das war übrigens Dins Feuerentferner. Klaue ich ihm einfach mal das Gras. Fast.
Ich glaube, dafür gehe ich aber nochmal raus und wieder rein. Wenn ich jetzt noch die Bomben equipped hätte. Und ich muss es nochmal abfackeln. Ja. Das war mir irgendwie klar. Aber naja. Muss man halt auch mal mit leben können, ne? So, Dille. Das Gerudo-Tal. Wie versprochen ist hier ein Hühnchen. Das kann ich jetzt für zwei Sachen benutzen. Und ich glaube, ich nehme die Sache zuerst. Darf ich dieses Huhn auch nochmal aufnehmen? Danke. Und ich weiß, da oben gab es noch eine Kiste, wo man auch nur mit... Obwohl, nee, da komme ich jetzt auch als Erwachsener ran. Na, das will ich nicht. Das will ich. Und das hier. Nee, das geht im Remake nicht mehr. Finde ich schade. Und was machen Sie hier unten? Warum bist du schon wieder hier? Was? Willst du mich etwa noch einmal dasselbe fragen? Naja, wenn du sowieso schon da bist, dann mache ich das Beste draus. Klingt pervers. Ich bin doch nur ein Junge. Ich kann mit solchen Andeutungen nichts anfangen. Außerdem war ich da unten das erste Mal. Soweit ich weiß. Das wird zu knapp. Und so seht ihr, wie eine Skulltula verschwindet, wenn es Tag wird. Die Eule kann einen von hier auch, glaube ich, nach Kakariko bringen. Wobei ich mir jetzt unsicher bin, ob es Kakariko war. Thank you.
kann mir gleich mal wieder was einschicken. Ich wollte gerade zum Glas greifen, aber das ist leider leer. So, einmal rüber da. Und ich glaube, am zugefrorenen Wasserfall von dem Sora-Reich hier gibt es eigentlich auch nochmal eine Skulptur. Alles in Deckung. Und das kann man nicht triggern als Kind, oder? Oh Mann. Oh, so gemein. Bin mir sicher, da erscheint nämlich auch ein Loch. Egal. Ich wollte nämlich noch mal zu den Fröschen. Und die gibt es nun mal hier. So, den bringen wir jetzt alle Songs bei. Und für jeden kriegen wir einen Fuffi. Und währenddessen schenke ich mir was ein. Noch ein Song. So, Sarias kriege ich auch noch hin, oder Sarias. Hymne des Sturms kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, wie das geht. Muss ich gleich mal nach. Da. LRA. Und ein fetter Sturm. Ich besorge mir dann auch noch mal ein paar Wundererbsen. Drei Stück, damit sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich glaube, ich bräuchte aber nur noch eine. Ich nehme einfach nur zwei. Das passt schon. Ob
Obwohl, wir haben das Geld. Komm, nehmen wir auch noch eine dritte. Und erzähl mal, wird es noch teurer als 50? Ja. Okay. Sparen wir uns aber. Ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. So, dann könnten wir den hier machen. Ja, ich weiß, wir können hier nicht lange bleiben. Ich will ja auch nur eine Sache erledigen. Uff, 2 Minuten, das war lang genug. Aber die Brücke ist auch nicht mehr heil. Wo teleportieren wir uns jetzt am besten hin? Haben wir nur Waldwasser? Muss ich noch irgendwo als Kind hin? Stimmt. L-A-X-Y. X-Y. Nee. Wald können wir nämlich auch nochmal. Da sitzt Saria ja auch noch schön zufrieden. Hatte ich das schon gemacht oder nicht? Habe ich schon gemacht. Ist übrigens die einzige Höhle, die so schick aussieht. Zurück. Hier wollte ich hin. Dankeschön. Ein grüner Rubin. Muss man 3-mal machen? Ich hoffe nicht. Huh.
Dieses Rumgedüdel. Und Fünfi. Fuffi wollte ich eigentlich sagen. Das sind ja echt nur Peanuts, die ich hier bekomme. Ich hoffe, das ist das letzte Mal. Eine noch. Eine gottverdammte Note. X, A, X, Y, X, R, A. Fertig? Oh Gott. Und nochmal das L. Okay. Also X A X Y X A. Nein. Was? Okay. Anscheinend war es falsch. Da war noch ein Y dazwischen. Oh Gott. Es ist schon zu spät für sowas. Ja, tut mir leid, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, aber da muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Okay, das Lied ist kacke zu merken. Bitte sag mir, dass es die letzte Note ist. Wieder. So, wir machen das jetzt aber noch schnell zu Ende. Hey, hier möchte nämlich auch nochmal Musik.
Aber für ihn gibt's nur die eine wahre Musik. Der kleine Kerl, der mit uns Freund werden will. Das ist übrigens das Horror-Kid aus Majora's Mask. Glaube ich. Zumindest wird ja gesagt, dass die sich schon von früher kannten. Hier gibt's auch was? Oder ist das der Stein hier? Das ist der Stein. Kennt ihr das hier eigentlich schon? Start! Weg ist er. Cool, oder? Der kommt anscheinend auch nicht mehr wieder. Egal. Das soll es gewesen sein für diesen Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Genauso würde ich mich freuen über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Die Glocke nicht vergessen, genauso wenig wie beim nächsten Mal einzuschalten. Also bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiederschauen.